Vor gar nicht allzu langer Zeit haben wir uns ja schon mal über eine Szene aus dem Film Jurassic World 2 Fallen Kingdom unterhalten, die es nicht in den fertigen Film geschafft hat, also quasi eine Deleted Scene. Die habe ich dir gerade mal hier oben verlinkt. Wenn du sie noch nicht gesehen hast, hol das gerne nach. Erneut machen wir ein Fass auf und reden über eine weitere Deleted Scene, die es nicht in diesen Film, also nicht in Jurassic World 2 Gefallenes Königreich geschafft hat. Des Weiteren besprechen wir hier noch ein paar kleine Fakten zu weiteren Deleted Scenes aus eben diesem Film. Ich erkläre euch genau, was in dieser Szene gewesen wäre und danach natürlich auch, warum dies eben nicht in den fertigen Film geschafft hat. Und diesmal sage ich ganz klar, ja, kann ich nachvollziehen, wäre vielleicht ein bisschen krass gewesen. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Video. Fangen wir vielleicht erstmal mit dem kurzen Fakt an, den ich eben gerade erwähnt habe, zum Thema Deleted Scenes aus Jurassic World 2 Fallen Kingdom. Wusstest du zum Beispiel, dass wir ganze 40 Minuten aus dem Film gestrichen bekommen haben? Wusste ich vorher auch nicht, ist aber wirklich Fakt, ja. Drehbuchautor Colin Trevorrow, der Mann, der später eben auch Jurassic World Dominion drehen sollte und auf dem Regiestuhl Platz genommen hat, der hat nämlich verraten, ja, ursprünglich sollten 40 weitere Minuten in Jurassic World das gefallene Königreich mit hinzu gedichtet werden. Der Film wäre daraufhin allerdings wesentlich zu lange geworden, definitiv. Außerdem hat der Regisseur Jay Bayona gesagt, nee, ich brauche diese Szene nicht, um meine Vision vom Film zu erklären. Das hat zum Teil auch was mit dieser jetzigen Deleted Scene zu tun, die wir jetzt besprechen, ist aber nicht der Hauptgrund, warum wir die nicht im fertigen Film gesehen haben. Deswegen würde ich sagen, besprechen wir jetzt einfach mal diese Deleted Scene und ganz kurzer Stopp hier, die ist ein bisschen krasser als die davor. Deswegen tief durchatmen und wie immer bin ich am Ende des Videos auf eure Meinung gespannt. Erinnert ihr euch noch an die Szene, als Maisie das allererste Mal Kontakt mit dem Indoraptor aufnimmt? Wenn nicht, ganz kurze Hilfestellung, es ist quasi die Szene, in der Maisie in den Keller hinunterflüchtet und dann da vor einem dunklen Gitter steht. Aus dem Hintergrund sehen wir dann irgendwann die ikonische Kralle des Indoraptors auf Maisie zu grapschen. Die gleiche Kralle sehen wir übrigens später auch nochmal im Kinderzimmer von Maisie. Ja, sie haben exakt denselben Shot in einem einzigen Film zweimal verwurstet. Aus Gründen, keine Ahnung. Hierbei dürfte euch aufgefallen sein, dass das Gehege, in dem der Indoraptor beherbergt wird, komplett düster ist. Man sieht überhaupt gar nichts. Es hat natürlich zum einen den Effekt, dass man eben nur die Kralle sieht. Das ist so ein schöner Horroraspekt. Jay Bayona hat sogar die Aufgabe bekommen, mach aus diesem Teil des Films quasi, aus der zweiten Hälfte, mach da so ein bisschen spooky Grusel drauf im Jurassic-Universum. Und er hat sich eben gedacht, kriege ich hin, mache ich so. In der ursprünglichen Fassung des Films sollte die Frage, warum es denn in diesem Raum komplett düster ist, ursprünglich geklärt werden. Der Grund dafür ist ganz einfach, naja, die Glühbirne oben an der Decke ist kaputt. Daraufhin hätte Mr. Mills einen Elektriker engagiert, der sich das Ganze einmal anschauen soll. Ja, ein Elektriker sollte ursprünglich in das Gehege des Indoraptors reinkommen. Um sicherzustellen, dass diesem Elektriker nichts passiert, hat man vorher Betäubungspfeile auf den Indoraptor geschossen. Und zwar genau zwei Stück. Die Zahl 2 müsst ihr euch jetzt im Hinterkopf behalten. Dummerweise ist der Elektriker zwar in das Gehege reingegangen, kam aber nie wieder heraus. Ja, der Indoraptor hat ihn umgebracht und eben gefressen. Daraufhin hat man zwar versucht, das Tier noch unter Kontrolle zu bekommen, es war aber schon viel zu spät. Man hat noch einen weiteren Pfeil auf den Indoraptor geschossen und das Tier ist dann zu Boden gegangen. Daraufhin merkte Dr. Mills in der ursprünglichen Fassung an, es braucht 3 Betäubungspfeile, um den Indoraptor lahmzulegen. Ist ein super cooles Foreshadowing auf das, was später passiert. Wenn wir nämlich genau darauf achten, sehen wir, dass der Indoraptor später, wenn er diesen einen Soldatenanführer da frisst, nur 2 Pfeile abbekommt und daraufhin eben noch aktiv ist, eben in die Kamera grinst und ihn umbringt. Ich finde, das wäre ein ziemlich cooles Foreshadowing darauf gewesen, dass wir nämlich dann genau sehen, oh Moment, er hat gerade nur 2-mal geschossen, wir wissen aber, er braucht 3 Pfeile. Außerdem wird daraufhin noch angemerkt, dass der Indoraptor ebenfalls relativ kugelsicher ist. Man hätte sogar schon einmal versucht, das Tier zu töten, als er bereits schon einmal einen Wärter dieses Käfigs angegriffen und eben umgebracht hat. Auch das hat nicht funktioniert. Mills merkte darauf an, dass das Betäubungsgift zwar nach 3 Schüssen wirke, aber um die dicke Panzerung des Indoraptors zu durchbrechen, es noch wesentlich mehr an Munition benötigen würde. Eine Szene, die sehr wichtig ist, die dann später auch die Szene hier erklären würde, in der Owen auf den Indoraptor schießt und der einfach wieder aufsteht und weitermacht, das wäre in der Szene hier erklärt worden. Zwar nicht, warum das genauso ist, es wird relativ simpel erklärt, er hat eine dicke Panzerung,
Hätte mir aber schon gereicht, irgendwie. Die Szene geht aber noch weiter. Und zwar wäre daraufhin Folgendes passiert. Wir hätten irgendwie eine Art Timeskip bekommen. Das heißt, das Ganze wäre irgendwie dann nochmal ein paar Tage weiter ins Land gestrichen. Die Auktion hätte daraufhin eben begonnen. Und später hätten dann Owen und Claire das leere Gehege des Indoraptors gefunden. Nämlich hätte Maisie sie eben zu diesem Gehege geführt, um zu zeigen, hier, das Tier, was da drin ist, ist kein Dinosaurier mehr. Was die drei, also Claire, Maisie und Owen, daraufhin aber gefunden hätten, wäre lediglich ein Totenschädel. Wir hätten sogar eine Szene bekommen, in der wir gesehen hätten, wie der Indoraptor mit dem Totenschädel des Elektrikers herumspielt, den er eben kurz davor gefressen hat und eben bis auf die Knochen abgenagt hatte. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, aber abgesehen davon, dass die Szene verdammt brutal wäre und ich sage ja, das macht hier wirklich Sinn, denn Jurassic World 2 sollte auf jeden Fall ab der zweiten Hälfte einen wesentlich heftigeren Gruselfaktor mit reinbringen. Das hätte dem nicht unbedingt schlecht getan, im Gegenteil. Ich verstehe, warum man es nicht gemacht hat, eben mit der Aussage, es wäre vielleicht ein bisschen zu krass, dieses ganze Szenario mit agierten Unschuldiger, Elektriker eben in den Raum rein, wird dann eben gefressen, quasi verfüttert schon mehr oder weniger. Die Leiche wird ja nicht mehr rausgeholt. Sie lassen ihn einfach da drin liegen und sagen halt, ey, der Indoraptor kann den ruhig fressen. Und danach spielt er noch so wie ein ganz intelligentes Tier, fast schon menschlich mit so einem Totenschädel rum. Und es ist sogar beschrieben worden in einem der Skriptbücher, dass der Indoraptor daraufhin einen Fokus auf diesen Schädel hatte. Das Ganze sollte so ein bisschen poetisch rüberkommen, das wäre definitiv zu viel gewesen. Hätte aber auch später dann erklärt, warum der Indoraptor grinsen kann, weil der einfach wirklich verdammt intelligent gewesen ist. Das heißt, ja, ich verstehe, warum man diesen Totenschädel irgendwie rausgenommen hat, man sich dann gesagt hat, nee, wäre vielleicht ein bisschen krass gewesen. Allerdings finde ich, dass die Szene dann doch wichtig gewesen wäre, damit wir als Zuschauer Dinge verstehen, wie zum Beispiel, warum wird der Indoraptor nicht von zwei Betäubungspfeilen betäubt? Ich meine, warum das so ist, wird hier auch nicht erklärt, aber es wird eben ganz klar gesagt, aha, wir haben noch einen dritten Pfeil gebraucht, um das Tier überhaupt lahmzulegen. Später schießt Owen auf den Indoraptor und er fällt erst nieder und steht dann aber einfach wieder auf. Und wir als Zuschauer denken uns, warum? Auch das wäre in der Szene mehr oder weniger erklärt worden. Und ich finde, so eine Szene, die einfach dann so wichtige Sachen erklärt, sollte man dann doch vielleicht nicht rausschmeißen, weil es fühlt sich so ein bisschen an wie die Szene mit dem Spinosaurus und die Frage, warum der denn so aggressiv ist. Da habe ich auch ein Video dazu gemacht. Gibt es eine ganz simple Antwort, warum der nur die Menschen jagt. Die habe ich dir mal unten in die Beschreibung verlinkt. Ein ähnliches Gefühl habe ich hier auch gehabt, wo ich mir gedacht habe, ja, das erklärt mir einfach Dinge, die ich sonst nicht verstehen kann, wenn ich sie nicht sehe. Ich kann es nicht verstehen, man kann nur mutmaßen, ja, eventuell, aber die Szene erklärt es uns ja, es ist ein Fakt, dass es so ist. Also gebt uns diese Szene doch einfach auch. Ja, wir werden sie nie zu Gesicht bekommen, auch das wurde bereits von J.B. Jonah selber gesagt, dass diese Szenen wohl auch nicht mehr existieren werden, also es gibt wohl lediglich ganz grobe Aufnahmen davon, ähnlich eben auch die Szene, wie die Szene, als Iris gefressen wurde. Die wurden eben nie ganz fertiggestellt, wenn man sich schon vorher dazu entschieden hat, die schneiden wir einfach raus, das wäre zu viel für den Film. Ich bin da so auf beiden Seiten, ich sage ja, das mit dem Totenkopf kann ich nachvollziehen. Jurassic World sollte eine breitere Masse an Menschen ansprechen, das heißt eben auch jüngere Menschen. Da wäre das vielleicht ein bisschen zu krass gewesen. Aber dieses Erklären, warum der Indoraptor solche bestimmten Fähigkeiten hat, wie warum kann er grinsen, warum wird er nicht ohnmächtig von zwei Betäubungspfeilen, warum kann man ihn scheinbar nicht erschießen? Alle drei Fragen wären beantwortet gewesen und man hat sich dazu entschieden, das irgendwie rauszunehmen. Finde ich echt schade. Ich werde mal gucken, ob ich von diesen 40 Minuten Material noch weitere Szenen finde, die wir hier in den Videos besprechen können. Man muss natürlich aber auch fair sein, wenn du den Film von vornherein schon nicht gut fandest, dann hätte diese Szene das jetzt auch nicht großartig gerettet. Aber ich finde einfach, dass, naja, die Erklärungsnot dabei ein bisschen weggefallen wäre. Und, ach, keine Ahnung. Immer wenn ich so Deleted Scenes lese oder eben höre, denke ich mir, es gab keinen Grund, die unbedingt rauszuschneiden, beziehungsweise gab es keinen Grund, die vielleicht in die VHS Blu-ray Home-Versionsfassung mit reinzubinden. Wird aber nicht passieren und naja, von daher bin ich jetzt auf jeden Fall auf deine Meinung gespannt. Was sagst du zu der Szene? Bist du da auch meiner Meinung, dass du sagst, ja, die hätte das Problem wirklich gelöst oder sagst du, nee, hätte man sich auch einfach so zusammenspinnen können oder sogar ist mir komplett egal. Schreib es mir in die Kommentare unten rein. In diesem Sinne bin ich raus für heute mit dem Video. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao.